Mahlzeit Mädels und willkommen beim Spielshop. Ich habe hier gerade ein Fanpaket unterm Arm und einen Fanumschlag. Ich werde die jetzt zusammen auspacken, weil ich das ein bisschen schöner finde. Ne? Einmal haben wir hier einen kleinen Umschlag, der ist von Matthias aus Siegen. Und wir haben ein Paket, das von Jan Niklas aus Hagenau Heide. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal eben rein, was darin ist. Ne? Ich fange mal eben an mit den Kleinen hier. Ne? Das kann man mal eben so mit der Kamera am Hals machen. Oh, original den Brief zerrissen da drin. Sorry. Oh oh. Nee, das bin wieder ich. Warte, da gucken wir mal eben, was Phase ist hier. Ach, hallo Max, ich schicke dir nochmal einige Glühbirnen aus meiner Birnenkiste in der Garage. Hoffentlich kommen die diesmal an. Viele Grüße, Matthias. Matthias, ist mir übel, geht klar. Ja, du hast was, stimmt, du hast was geschickt. Aber das, warte, was haben wir denn hier? Ist sie dabei? Ist die ominöse Gurkenbirne dabei, die ich meine? Mhm. Leute, mit der Kamera ärgert mich heute. Nochmal zum Thema von Matthias mit seinem Umschlag. Da waren Glühlampen drin, deswegen habe ich es gerade dreimal aufgenommen, weil die Kamera hat dreimal mittendrin aufgehört zu filmen. Das ist schon eine Leistung. Matthias, sind mir nicht böse. Pass auf. Hier sind seine Glühlampen, die habe ich hier zu meinen anderen gerade gepackt. Hat hier noch so eine kleine von den langen und so eine dabei gepackt. Ne? Halt aus einer Garage so ein Restfundus. Ne? Super Ding. Ja, ich suche auch schon Ewigkeiten für einen Bluebird ein, aber die ist auch zu lang. Ne? Irgendwie ist sie ganz spezial. Ne, auf dem Schrottplatz habe ich auch nichts gefunden. Mal gucken. Hier kommt ein Schraubenzieher. Was heißt das? Schraubenzieher heißt bei uns in dem Fall. Ja, Niklas, dein Paket muss gerade lauben. Warte, eine Hand, krieg ich das hin? Locker krieg ich das hin. Das krieg ich hin. Übrigens, hier, für den Gurkenkönig und die Gurkenfamilie. Die ist leider gerade nicht am Start. Sorry dir dafür, ne? Aber ich nehme halt alles wieder rüber und dann kann ich sich das Video nochmal angucken, weil war halt gerade hier und das packe ich halt hier aus, weil immer, das ist immer da, wo ich halt gerade so bin, ne? Deswegen kriege ich meine Familie ganz selten an einen Tisch, wenigstens für sowas. Zum Essen dann nicht immer, aber ein Paket hier geht es ganz schwer. So. So, hingekriegt. Haha. Oh, ich sehe schon Trabi-Teile. Das fängt schon mal gut an. Ach, Niklas ist gleich Fossi. Erklärt schon mal so einiges. Guck mal hier. Moinsen Max, ich dachte, ich schenk dir mal ein Fanpaket. Hoffentlich gefällt es dir. Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Daran sieht man, er hat das schon ein bisschen früher losgeschickt. Das kam sehr spät hier an, tatsächlich. Ne? Aber, oh, nachträglich. Danke dir. Komm, wir gucken mal eben rein. Was hat er denn Schönes für uns? Wie gesagt, Gurkenfamilie ist gerade nicht am Start, da kann ich, würde ich gerne umändern, aber kann ich, oha, was mein, das hier ist Zebra, sein Großvater. Na, so, gucken wir mal. Wie, oh, das Kuhfassbar, nicht schlecht. Was? Bratmax? Nee, Batiax. Aufkleber, auch aus, ganz geile Scheiße. Ich liebe diese alten Aufkleber, ne, das haben wir hier. Three times Wurzeln, Gas, Gas. Flensburger, jetzt flänzt und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Haben wir so einen Aufkleber. Schon mal die doppelt sind. Fritz Cola. So alt ist sie schon. Ein Hauch Zitrone. Jo, wisst ihr Bescheid? Oh hier, Mofa Spritzschlauch. Ganz seltenes Ding. Danke dafür. Habe ich gar nicht in der Größe. Für den Mofa sind die super. Vor allem, ich habe so viele Mofas, die alle in den Arsch stehen, ne? Deswegen passt das allgemein ganz gut. Oh, Gurkenteile vor dem Herrn. Hier, Kupplungshoch, sein Vater. Kupplungshoch 1. Ne, Kupplungshoch ist das hier. Das Kupplungshoch. Das hier.
Und das hier war, ey, was war da nochmal für ein Zug? Mal kurz gucken. Oh, wir waren nochmal. Kupplungszug. Da, dort. Alles, das sind alles Kupplungszüge. Guck mal. Klar, das sind alles Kupplungszüge für den Trabant. So rum, genau. Das sind nur andersrum. Ich bin halt ein bisschen verwirrt. Alter Schwede. Also die Kupplung. Ich will keinen Bautenzug mal reißen für die Kupplung. Definitiv. Leben lang, egal in welchen Trabi. Die kann ich alle neu machen. Geil, danke dir. Haben wir noch? Kessrohe, Rennaufkleber, sehr sexy. Gerne genommen. Ne? Nochmal diese Guess, Guess, wie Times World Champion. Oh, das ist schwer. Das ist schwer. Ich tippe auf Kupplungsautomat Trabant. Von Gewicht her und von der Form her kommt das gut hin. Das ist der Automat, wo der Ausdruckautomat ist das, glaube ich, oder? Aha! Ich sag ja, ich bin gut, ne? Das ist er. Komm, geil. Habe ich keinen einzigen von auf Lager. Sehr geil, danke dir. Hab ich echt nicht. Was haben wir noch? Hier Trolley für Ingenieurin. Trolley Würli. Einweghandschuhe. Sein Großvater. Kleines Ding. Aha. Oh. Golf 2. Lichtschalter. Kerzenstecker Trabant, 2 Stück. Sehr schön. Danke dir. Ja, die brauche ich. Luftkupplung. Hier für meinen Gurkenkompressor. Lichtmaschinenhalterung Trabant. Das ist das obere Stück. Die gibt es in einigen Variationen. Das ist eine originale Variation. Ich kenne die auch noch im Rund. Nochmal so ein Würli-Wurmi. Was haben wir denn hier? Oh, das ist schwer. Könnte eine Zündspule sein für ein Moped. Ja. Das ist eine Mofa-Zündspule zum Reinschrauben sogar mit Gewinde. Ist eine ähnlich? Das ist keine Mofa. Ist eine andere. Was ist das? Simson? 6 Volt? Von 74. Kommt definitiv nicht weg bei mir. Auf jeden Fall nicht. Fossi, was hast du noch? Oha! Das Blech abnehmen, kann man die einstellen da unten, die Schraube. Habe ich heute gelernt. Das hier ist eine Trabant-Spiegelhalterung. Was sehr schön ist, weil diese Klammer, die hier dran ist, ne? Ich habe tatsächlich hier Spiegel liegen, die habe ich da unten noch in die Kiste reingepackt für den Trabi. Warte. Aber ohne Halterung. Guck mal, jetzt können wir uns einen bauen. Die sind übrigens von Jan, die Spiegel. Damit hat er Boah, ich krieg kein Wort heute raus, weiß ich nicht. Ein langer Arbeitstag oder was. Jetzt kann ich aus. Beifahrer dazu. Jetzt kann ich aus 2 einmachen. Jetzt haben wir einen Beifahrerspiegel für die Gurke und einen Fahrerspiegel. Und alles das Original gebraucht und DDR-Teilen gebaut. Besser geht's gar nicht in meinen Augen. Oh, scheiße, ein fürs Finger tut weh. Diesen scheiß Daumen, seht ihr? Der ist so gerade, der kann ich nicht so weit aufreißen. Deswegen mache ich ja Pakete auf wie ein Mädchen. Echt so. Das ist doch ein Kerzenstecker, glaube ich. Das Kerzenstecker Original Trabant. Das kann auch ein Moped sein, hier, dieses hier, ne? Würde auch gehen. Was haben wir hier noch? Das ist lang und rund. Fühlt sich an wie ein Löffel. Das könnte auch eine Art Lichtmaschinenhalter sein. Ja, ist ein Lichtmaschinenhalter. Ich weiß nicht, was für ein Auto? Keine Ahnung. Fossi, schreibt mal in die Kommentare. Ist das was für eine Karre? Das ist kein Trabant. Wissen nicht auf den ersten Blick. Haben wir noch was dabei? Da bin ich durch mit dem Ding. Bin durch. Meister Fossi, ich danke dir. Auch klein Vieh macht mit, vor allem solche Sachen. Auch solche Aufkleber, die kommen in eine Aufkleberkiste. Weil die kann man wieder schön oldschool auf irgendwo in der Karre aufkleben von mir. Ne? Wie gesagt, verzeih mir, dass die Frau Ingenieurin gerade nicht dabei ist. Spritschlauch kommt gleich in die Spritkiste. Kann ich alles irgendwie gebrauchen und benutzen.
Sind alles Verschleißteile, ne? Ist so. Wenn du eine alte Karre fährst. Und das ist auch hier Golf 2. Steht sogar drauf. Golf 2. Ha, hab's doch gesagt. Ich hab recht. Oldschool. Großes Danke dir. An jeden, der mich supportet. Hundertprozentig gerne nochmal. Auch jeden, der mich nicht supportet. Ich will jetzt nicht ihn undankbar. Jeden, der diesen Scheiß bis zum Ende guckt, allgemein schon. Ja. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt erstmal eine Runde streamen. Ich habe mich gerade auf die Uhr geguckt. Habe gedacht, okay, das Paket, dann mache ich später, was da steht. Weil sonst ist es zu spät. Ja, legt euch hin. Und ja, Fahrrad, ne? Und sorry fürs Tüdelige. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Ich merke das schon. Bin ein bisschen, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ist nicht mein Tag. Oh, und ich habe Wasser gekocht. Und habe noch keinen Kaffee rausgemacht. Wieder ich. Na, egal. Munter und danke.